Das dritte Risiko, das sind die einmaligen Erwerbskosten und die langfristige Wertentwicklung. Was ist damit gemeint? Also zunächst hast du natürlich erstmal beim Kauf jeder Immobilie hast du gewisse Kaufnebenkosten, gewisse Aufwendungen, die du zahlen musst. Einmalige Erwerbskosten sind die Notarkosten, sind die Grunderwerbsteuer und die Maklerkosten. Ja, das heißt, je nachdem, aus welchem Bundesland du uns hier zuschaust, sind das in der Spitze bis zu 15 oder sogar 15,5%. Also in der Regel bannig viel Geld. So, das solltest du berücksichtigen. Dieses Geld, was die Bank normalerweise in der Regel immer als Eigenkapital haben will, das solltest du natürlich auch so effizient wie irgend möglich einsetzen, damit dir das Spaß macht. Und du solltest dann eben auch in Lagen kaufen, die langfristig eine entsprechende Wertentwicklung, natürlich eine positive Wertentwicklung nehmen werden. Viertes Risiko, das sind die Erhaltungsaufwendungen, also das, was du aufwenden musst, damit deine Immobilie sich positiv entwickelt. Das heißt also, wenn zum Beispiel Sachen auftreten, was weiß ich, dass das Dach erneuert werden muss, es muss die Fassade überarbeitet werden und so weiter und so fort, dafür solltest du immer entsprechende Reserven noch einkalkulieren. Das hatte ich damals auch nicht, war auch damals mein Fehler. Das heißt, ich habe eben, wie gesagt, gerade mal die Kaufnebenkosten für meine Immobilie gehabt, beziehungsweise habe damals den Fehler gemacht. Die Bank hätte mir damals sogar die gesamten Kaufnebenkosten noch finanziert. War ich damals so blöd und wusste das nicht. Ja, kannte die Bank nicht so gut und von daher habe ich dann eben großzügigerweise gesagt, naja, die Maklerkosten, die übernehme ich, wäre bei dieser Bank gar nicht notwendig gewesen. Also Erhaltungsaufwendung, plan dafür auf jeden Fall eine gewisse Reserve ein. Nächstes Risiko, Hausverwalter. Das ist in der Tat mittlerweile, oder andersrum gesprochen, das ist ein Risiko, was ich früher nie auf dem Schirm hatte. Ja, Hausverwalter sind mittlerweile aus meiner Sicht, zumindest hier in Hamburg, ein stark zunehmendes Risiko. Auch da spreche ich leider wieder aus Erfahrung. Und zwar haben wir, also ich für mich alleine und auch für den einen oder anderen Klienten, hatten wir tatsächlich schon die Situation, dass der Hausverwalter mit der Instandhaltungsrücklage und sonstigen Rücklagen, die uns als Eigentümern gehörten, abgehauen ist. Ja, teilweise bei einer Klientin hat der Hausverwalter noch nicht mal die Wohngebäudeprämie gezahlt. Und das war in den kalten Wintern, in den 2000ern. Da waren dann so ein paar Tippelbrüder auf dem hölzernen Dachboden und haben sich ein Feuer gemacht. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber das wäre richtig ins Auge gegangen, wenn dieses Mehrfamilienhaus mit 30 Einheiten abgebrannt wäre. Dann hast du keine Immobilie mehr, hast keine Mieteinnahmen mehr, hast aber weiterhin deine Schulden bei der Bank. Und der Bank ist das dann auch egal. Ganz im Gegenteil, die könnte sogar sagen, ja, die Immobilie ist nicht mehr da. Von daher ist uns das Darlehen mittlerweile zu riskant. Wir kündigen. So, das ist bannig bös, bannig schlecht. Auch hierzu machen wir in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen Seminare, wie vermeidest du existenzbedrohende Sonderumlagen und erkennst unsauber arbeitende Hausverwalter. Das Risiko lässt sich natürlich nur begrenzt einschränken, weil es immer wieder auch Eigentümer gibt, die dann, weil sie irgendwie 3 Euro im Monat sparen wollen, die alte Hausverwaltung abwählen, weil sie angeblich nicht funktioniert. Also alles schon erlebt. Auch da möchte ich dich vorbewahren. Also von daher nutzt die Chance und abonniere nochmal schnell den Kanal, damit du da auf dem Laufenden bleibst. So. Fünftes Risiko, das ist die Bausubstanz. Bausubstanz, erstmal nur eine Faustformel. Also, für dich als Anfänger, als Beginner, ganz klare Empfehlung, kauf dir bitte keinen Altbau, kauf dir keinen tollen, toll aussehenden Jugendstil, Altbau oder ähnliches. Oder musst damit rechnen, dass du erhöhte Instandhaltungsaufwendungen hast.
so eine Jugendstilfassade muss in der Regel alle, na, ich sag mal, 10 bis spätestens 15 Jahre neu gestrichen werden. Ja, und das ist in der Regel eine recht teure Sache, gerade in Zeiten, wo die Baukonjunktur Hochkonjunktur hat und die Handwerker sich ihre Arbeit mittlerweile vergolden lassen. Da ganz klar aus meiner Praxis, aus meiner Erfahrung, kauft ihr da bitte eher einen stinknormalen für die Norddeutschen Rot- oder Gelbklinker oder irgendeine andere Farbe. Da kommt es nicht auf die Farbe an, sondern eher um den Fakt, dass es ein Klinker ist. Warum? Weil so ein Klinker in der Regel, da siehst du Kirchen, die sind in der Backsteingotik, die sind teilweise 300, 400, 500 Jahre alt. Du siehst das, wenn du aus Lübeck zum Beispiel kommst, das Lübecker Tor steht zwar mittlerweile ein bisschen schief, aber das liegt nicht am Klinker. Der Klinker hält 500, 600 Jahre. Und es sei denn, du hast eine halbwegs kriminelle Hausverwaltung, wie ich das leider habe, die dann so eine Klinkerfassade einfach abreißt. Aber sonst ist das Thema Bausubstanz, sagen wir beim Klinker, stark zu vernachlässigen. Die Häuser haben in der Regel, es sei denn, sie sind in den 20er, 30er, 40er Jahren gebaut, haben diese Häuser auch entsprechende Betondecken. Und so. Und dann gibt es eigentlich als weitere Risiken nur noch, dass du einen feuchten Keller hast. Den kannst du aber auch sehr, sehr einfach und sehr leicht erkennen, indem du nämlich mal schnüffelst, wenn du Besichtigung des Kellers machst. Ganz wichtig, achte nur darauf, dass nicht alle Kellerfenster geöffnet sind. Dann ist entweder der Verkäufer oder auch der Makler versucht, da gegebenenfalls einen feuchten Keller zu vertuschen. Und sonst ein Dach. Dach wird, hält in der Regel 30, 40, manchmal auch 50 Jahre. Ich kenne aber auch alte Dächer bei einem ganz lieben Klienten von mir aus Wiesbaden. Da ist das Pfannendach mittlerweile, glaube ich, 110 Jahre alt. Da hat er nur die Fugen entsprechend abgedichtet, hält super. Da ist also sonst auch nichts an größeren Risiken. So, wir nähern uns jetzt langsam der Mittagspause, hätte ich beinahe gesagt. Ich bin nicht im Bild. Jetzt aber wieder, oder? Ja, super. Okay. Oha. Welchen Instandhaltungspflegeaufwand haben Holzhäuser? Puh, keine Ahnung. Gebe ich ganz klar zu. Ich kann nur oder ich beantworte immer nur Fragen, wo ich selbst Erfahrungsdaten habe. Sinja ist eine tolle Frage, kann ich dir aber nicht beantworten. Ich würde mal spontan sagen, da ist höchstens irgendwie Holzbock, Holzwurm als Risiko. Aber tolle, also vielen Dank für den Kommentar und die Frage, aber die kann ich definitiv nicht beantworten. Super Frage, Tiny House, Lütt, aber günstig. Jo, das machen wir gleich nach unserer Mittagspause. Sechstes Risiko, also schreibt dir das bitte auf. Sechstes Risiko ist dann ein Risiko, was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Was ich aber im Moment auch teilweise beobachte, was natürlich auch teilweise Sinn macht für diejenigen, die seit 10, 15, 20 Jahren Immobilien haben. Da ist auch meine ganz klare Empfehlung, auch mal den einen oder anderen Gewinn wirklich mitzunehmen. Das heißt, auch mal zu sagen, komm, ich habe die Bude jetzt seit 20 Jahren und es gibt jede Menge Anleger, die heute auch kaufen wollen und dann eben verkaufen. So, und da erlebe ich immer wieder, dass Verkäufer schon wieder die nächsten Fehler machen. Warum? Was ist der Hintergrund? Also der Hintergrund ist der, wenn du verkaufen willst, dann musst du erstmal gucken, wie sieht das aus mit der Bank? Kommst du aus dem Darlehensvertrag raus, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen? Das heißt, auch das solltest du vorab schon geplant haben, wann du sagst, okay, dann möchte ich verkaufen. Darauf musst du deine Finanzierungsstrategie ausrichten. Das nächste ist, dass viele Verkäufer, die ich dann frage, ja, wie machen sie das? Ja, sagen die meisten, ja, ich suche mir dann aus dem Internet einen Makler, der sympathisch ist und dem gebe ich das. Das ist so ziemlich das am wenigsten Schlaue, denn du siehst ja anhand der Fotos und nicht, ob dieser Mensch nun erfolgreich Anlageimmobilien verkaufen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Interessen des Maklers natürlich so liegen, dass der sagt, ich möchte mir so wenig Arbeit wie irgend möglich machen, gerade bei der
hohen Nachfrage und die deshalb natürlich einen Kaufpreis gerne ansetzen, wo sie wissen, dass sie maximal an einem Tag 5, 6, 7 Besichtigungen haben und danach mindestens 3, 4 Leute sagen, wir wollen die Immobilie, wir wollen deine Wohnung entsprechend kaufen. So, das heißt, die Perspektive des Maklers ist es, möglichst schnell und möglichst günstig oder möglichst günstig, aber zumindest so günstig zu verkaufen, dass er wenig Arbeit damit hat. Was sollte jetzt dein Interesse sein? Vermute ich mal, einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen. So, das widerspricht aber den Interessen des Maklers. Und dazu, das verrate ich allerdings heute in dem Seminar, in dem Webcast heute nicht, habe ich eine Strategie entwickelt, wie du den Makler mit in dein Boot holst und dann der Makler genau das macht, was du möchtest, nämlich den Verkauf mit maximalem Gewinn. Also auch hier gibt es eine entsprechende Strategie, Vorgehensweise, mit der du entsprechend teuer und ja, gut für dich verkaufen kannst. Auch dazu gibt es nochmal ein kleines Seminar, wie finde ich den richtigen Makler oder verkaufe richtig von privat oder kombiniere beide Strategien. Das siebte Risiko, das sind die Änderungen der Gesetze. So, da stecke ich natürlich auch nicht drin. Da ist im Moment natürlich eine Sache in der Pipeline, das ist die Änderung der Grundsteuer. Hier nochmal ein kurzer Hinweis, wird häufig und gerne verwechselt. Wir haben zwei verschiedene Arten, wo das Finanzamt zugreift. Also Einkommensteuer hatten wir schon, das weißt du noch. Ja, so, und dann greift das Finanzamt ja an zwei oder bei zwei Möglichkeiten dir in die Tasche. Die erste ist die Grunderwerbsteuer. Das ist also die Steuer, die anfällt, wenn du ein Objekt, ein Grundstück kaufst. Grunderwerbsteuer setzt eigentlich voraus, dass du wirklich Grund, also Boden kaufst. Dazu muss ich dich enttäuschen. Das deutsche Finanzamt ist so, ich sag mal, geldgeil, dass selbst wenn du ein Grundstück, eine Wohnung auf Erbbaurecht kaufst, dass sie trotzdem von dir eine Grunderwerbsteuer bezahlen musst. Ja, weil bei Erbbaurecht kaufst du ja nicht das Grundstück, sondern du kaufst nur die Immobilie, die auf dem Grundstück steht. Trotzdem kriegst du ein Schreiben vom Finanzamt, ja, dass du eben XY Euro bezahlen musst. So, das ist jetzt, und die Grundsteuer ist das, was praktisch laufend gezahlt wird, einmal im Quartal, wo sich das Finanzamt eigentlich nur daran bereichert, dass du eben ein Grundstück hast und als zukünftiger Immobilieneigentümer ja sogar eine soziale Aufgabe übernimmst, nämlich du stellst Wohnraum zur Verfügung. Ja, aber alle, die diesem Staat was tun und fleißig sind, die werden in der Regel vom Fatih-Staat bestraft. So, das sind die Änderungen der Gesetze. Da können natürlich noch andere Sachen dazukommen. Da stecken wir nicht drin, bin kein Prophet. Nächster Punkt, das sind die Steuervorteile allgemein. Und das Risiko, solltest du jetzt aus irgendeinem Grund einen Verkauf machen müssen. Also drohen Verlust bei Notverkauf, klar, wenn dir jetzt irgendwas passieren sollte, lange krank, arbeitslos oder ähnliches und du müsstest die Immobilie eben notverkaufen, dann ist es richtig blöd. Wenn dir das sogar innerhalb der ersten 10 Jahre passiert, dann ist das Finanzamt so freundlich und verrechnet oder will anteilig Steuervorteile dann zurückhaben. Habe ich einmal gemacht. Da war ich aber von meiner damaligen Ferienimmobilie, Sinja, deine Frage wird gerade zwischendurch beantwortet, so entnervt. Das war eine Eigentumswohnung auf Fehmarn. Und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Die Einwohner dieser Insel, da merkt man noch, dass die Vorfahren Piraten waren. Und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und da habe ich sogar ganz bewusst, ich glaube nach 8 Jahren oder 7,5 Jahren, weil ich so genervt war, habe ich diese Wohnung verkauft.
habe ein paar Euro mehr gekriegt, als ich bezahlt habe. Abzüglich der Rückerstattung der Steuervorteile war das plus minus null. Hat aber, wie gesagt, keinen Spaß gemacht, war jetzt kein Notverkauf oder Notverkauf nur, weil ich von den Firmaranern so genervt war. Das ist also ein weiteres Risiko, auf das du vorbereitet sein könntest oder solltest. So, das neunte Risiko. Das ist in der Tat auch in den letzten Jahren, zumindest hier in Hamburg, ein bisschen größer geworden. Sehr offen. Nicht wie die üblichen trockenen Seminare.